Grüße an meine geliebten Untertanen, an den niederen Pöbel, an die einfachen Kreaturen, ja, an euch da draußen. Moment, ja, ihr seht nichts, ne? Ist nicht so schlimm, ist grundsätzlich eigentlich besser, wenn man nichts sieht. So. Plupp. So, ja. So, wer ist denn alles da eigentlich? Baba? Der alte Drache? Der PRG? Der Pool? Der Pool ist auch da, hallo Pool. Mein sehr verehrter Herr Baba. Immer wieder schön, dich zu lesen. Glubberer ist auch erschienen. Makrele. Pokémon-Spieler hier, hä? Der Pokémon gespielt. Sehr schön, sehr schön. So. Ich bin beste Dinge heute. Wir haben ja letztes Mal herausgefunden, dass die KI dummerweise die Dings anhat, ne? Wie heißt es? Dieses automatische Skalieren. Automatisches Skalieren steht ja in dem Fall dann dafür, dass die KI immer stärker wird. Egal wie stark wir sind, die KI wird noch stärker. Das wird bestimmt relativ unterhaltsam jetzt. Ja, was treibt ihr so? Was macht ihr so hier? Samstagabend. Das ist ein toter Pool ist im Chat, ja. Der Deadpool. Das ist aber der zweite. Der erste ist schon irgendwo hops gegangen oder so, glaube ich. Der lebt schon nicht mehr. Was ist eigentlich mit Deadpool 1-0 passiert? Weiß es einer? Weiß wahrscheinlich keiner. Übrigens, ich habe hier was. Oh, Champions League Finale war. Stimmt! Geht das noch? Läuft das noch? Kannst vergessen. Oh, 1-0 Real. Aha. Ich weiß gar nicht, für wen ich bin. Ich glaube, ich war eigentlich schon für Real, weil Real hat einfach saugute Spiele gehabt gegen. Gegen wen haben die zuletzt gespielt? Wer war das? Manchester? Gegen Manchester City war es, ne? Deswegen haben die es eigentlich verdient zu gewinnen, die Champions League dieses Jahr. Liverpool, gut Klopp, aber nur wegen Klopp, keine Ahnung. Ich finde, Real hat eine super Saison gespielt in der Champions League. Deswegen können die meinetwegen gerne gewinnen. Eigentlich kein Problem mit. Ich wünsche euch viel Spaß, den Madrilenen. Ding ist, wir müssen wahrscheinlich Krieg führen irgendwann. Was damals in Japan Urlaub hast du Pokémon Grün gekauft? Blöd war nur, war alles auf Japanisch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn du was in Japan kaufst, dass es dann auf Japanisch ist. Real gibt's bei uns gar nicht mehr jetzt. Dann Real wird, wurde ja aufgekauft. Wird bei uns abgerissen. Wurde von Edeka übernommen. Das Ding ist, bei uns gibt's schon drei Edeka. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem vierten Edeka wollen. Total nutzlos, wenn ihr mich fragt, aber okay. Müssen sie ja selber wissen. Was für Piraten? Oh, geht ihr mir am Sack, Alter. Oh. Ohne Witz, da sollst du immer noch nett und freundlich bleiben, was? Hi Steven, by the way. Aber warum genau haben wir jetzt auf einmal die Hyper-Relays hier angezeigt? Seit wann ist das denn so? Von den ersten Gens, sprich Rot, Blau, Grün und Gelb, war nur Grün auf Japanisch erhältnis. Wolltest du die alle auf Japanisch spielen, oder was? Wir werden auf alle Fälle mehr Hyper-Relays bauen. Ich möchte ein komplettes Hyper-Relay-Netzwerk. Wir müssen widerstandsfertig und kampfbereit sein, wenn es zu Kriegen kommt gegen diese... Jetzt haben wir meine Schwiegermutter, die redet auch so. Ja, auf alle Fälle, die geben uns auf die Fresse, was ich nicht so toll finde. Kurze Übersicht, den geben wir auf die Fresse. Die geben uns... Tiefrote halt. Diese Tiefrote, ne? Den geben wir auf die Fresse. Also ist relativ ausgeglichen. Die eine Hälfte gibt uns auf die Fresse, die andere Hälfte geben wir auf die Fresse. Weiß ich nicht, PG, kannst du meinetwegen alle Edekas haben. Wobei letztens war ganz cool. Ich habe beim Edeka randaliert. Ich habe da was vom Regal runtergeschmissen. Hab da alles kaputt gemacht. War alles verteilt über den ganzen Laden gefühlt. Und die hat dann nur gesagt, ja, danke fürs Bescheid sagen. Mir gedacht, so ja, ich an deiner Stelle hätte mir jetzt erstmal 500 Euro Strafe gegeben, dafür, dass ich den halben Laden verwüstet hätte, aber gut. Wie kann ich denn das ausblenden, bitte?
kann es nicht ausblenden. Ja, toll. Das sind doch keine Schiffswerften, das sind Hyperrelays. Warum kann ich die Hyperrelays nicht ausblenden? Der Einzige, der hetzen kann, ist der Adi und der ist schon seit 80 Jahren tot. Nein, Spaß. Okay, ja, ist ja gut. Lass mal sein. Müssen wir aufpassen. Früher war es noch lustig, heutzutage darf man solche Witze natürlich nicht mehr bringen. Die mögen mich ja noch. Aber leider sind die halt jetzt untertan von diesen Biers, was ich ja sehr negativ finde, um ehrlich zu sein. Wo war denn hier eigentlich dieser Allianzkartenmodus? Ist das der Allianzkartenmodus? Ah ja, doch, genau. Da sehen wir ja, dass die Bier natürlich logischerweise mit ihrer Überlegenheit sich da die Ilder gesnackt haben. Die uns technologisch auch überlegen sind. Ah. Ich hab denen die Inventur erleichtert, sozusagen, ja. Ja, Real sind echt immer assi gewesen. Das sehe ich aber auch so. Exotische Gasraffinerie. Wir müssen ein bisschen gucken. Wir haben jetzt ein bisschen Möglichkeiten, auch diese Produktionsanlagen alle zu bauen. Oder? Noch nicht ganz scheinbar. Ah, Kristallanlage. Den ganzen Scheiß, den wir brauchen, um unser Reich mal endlich auszubauen. Okay, auf alle Fälle erstmal lauter Kristallanlagen. Dann nochmal ein paar... Das ist übrigens neu. Oder? Wartet mal ganz kurz, das schaue ich nochmal an. So, aha. Ich habe keine Ressourcen. Teuer der Scheiß. Wenn ich jetzt hier auf Bauen gehe, dann bleibt er da stehen, wo ich quasi... Ah, das ist... Das ist aber cool, dass es quasi im gleichen Fenster bleibt. Bier Prime. Der Brauereiservice von Amazon. Bestellen Sie jetzt mit Amazon Prime den Speziallieferservice von Bier Prime. Und dann gibt es dann das gute Amazon Prime Bier. Okay. Da haben wir sogar noch mehr Bauplätze, aber ich müsste noch die Mottenforschung irgendwann mal hinbekommen. Habe ich irgendwo eine Flotte hier in der Nähe? Da unten ist eine. Kommt ihr da hoch? Ne. Was kosten mich diese Hyper-Relays eigentlich? Ich hab's wieder vergessen. Ah, nee. Da war ja der Scheiß mit diesen scheiß Kristallen. Ich erinnere mich. Aber ein paar können wir sogar bauen aktuell. Dann bauen wir mal dort einen hin. Wo bist du? Haben wir da ein Hyper-Relay? Nee. Was ist das überhaupt für ein Ding? Egal, wir müssen unseren kompletten Reich Hyper-Relays bauen. Die Biersprüche haben wir letztens schon. Das Ding ist, das ist das Coole, ich vergesse immer relativ viel. Das Einzige, was ich immer nicht vergesse, ist, wenn mir jemand Geld schenkt. Nicht vergessen, unterstützt eure lokale Krabbe aus der Nachbarschaft. Warum meine Nase so rot ist? Weil ich bin Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Und Weihnachten ist bald wieder, deswegen habe ich meine Nase schon wieder in Farbe gebracht. Weil es ja bald soweit ist. Da ist ein Hyper-Relay, aber das wird mir hier nicht angezeigt. Skandalös. Und das sind meine Forschungsschiffe. Die können sogar irgendwas erforschen, interessanterweise aktuell. Die haben die Grenzen geöffnet, so wie es ausschaut. Dumm. Warum unterstützt ihr nicht die Forschung oder irgend sowas? Forschung unterstützen. Du sollst die lokale Krabbe unterstützen, da wo kein Krabben-Sandwich. Nein, natürlich gibt es kein Krabben-Sandwich morgen. Allein, dass du das schreibst, das macht dich schon wieder, ne? Sehr unsympathisch hier. Ah. Dafür haben wir das Zeug immer noch nicht erforscht, um die Dinger zu terraformen. Was werden das Upgrade? 100 Punkte mehr. Toll, hat sich richtig rentiert. Innerhalb unseres Militärs wird darüber debattiert, die First Star Order als unabhängige Söldner-Enklave zu entlassen. Dieser Vorschlag, den zuerst die Flottenkommandeure aufbrachten, würde dazu führen, dass wir die Kontrolle über die Flotte verlieren. Wir werden auch dafür verantwortlich. Ihr eine beträchtliche Investition in Form von Energy Credits und Legierung zukommen zu lassen. Im Gegenzug würde sie uns eine Reihe von Anteilen an ihrem Unternehmen geben. Geht nicht, weil ich nicht genug Credits habe, oder was? Ihr seid doch so geil.
Interessant. Mal gucken, vielleicht machen wir es ja irgendwann nochmal. In Zukunft. Stimmt, PRG, dein Planet macht echt nur Probleme. Ist schlimm mit deinem Planeten. Okay, ich bräuchte noch diese Mottenforschung. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn ihr es nicht wisst, dann wisst ihr es halt nicht. Wo waren die? Ich hatte die auch schon mal gesehen, die Mottenforschung. Das weiß ich auch noch. Fliegt jetzt einer eigentlich wirklich... Ah, shit, ich habe hier vergessen, meine Flotte hinzuschicken. Kämpfen die immer noch? Habt ihr ganz fein gemacht, habt ihr das? Nach einem halben Jahrhundert. Ah! Jetzt kommt meine Flotte. Was ist jetzt los? Also Frieden. Würde mir voll auf den Sack gehen, wenn ich die wäre. Echt, ohne Witz. Hier nach einer Stunde. Tschüss. War schön mit euch. So. Hä, als ob die das übernommen hätten. So ein Bullshit. Ach, da war eine Piratenstation. Schau an, schau an. Ah, Flottenkapazität plus 30. Was? Weltraumhandelsunternehmen? Ah ja, das klingt doch mal ganz gut. Orbitalring. Das ist eine Sternbasisvariante, die eine Art Band um den Planeten herum bindet. Ein Gummiband oder was? Wie muss ich mir das vorstellen? So, ihr habt die alle fertig gebaut. Gut, gut, gut. Mal kurz überlegen. Dorthin, dorthin. Müssen wir natürlich auf alle Fälle hier oben noch weitermachen mit diesem Hyper-Relay-Netzwerk. Geht eigentlich nur darum, dass wir im Falle von kriegerischen Auseinandersetzungen schneller in der Lage sind, unsere Truppen zu bewegen, da wir an sich unterlegen sind. Diese Unterlegenheit müssen wir halt quasi ausgleichen mit Schnelligkeit und Hinterlistigkeit. Vor allem, die können ja eh sich irgendwie meine Gebiete porten, haben wir schon festgestellt, das hat mir auch nicht so getaugt. Eine Botschaft mit den Skildari, das wäre gar nicht so schlecht, vielleicht mal wieder Freunde. Gut, wenn ihr meine Grenzen schließt, schließe ich auch meine. Ja, ja. Du möchtest anmerken, ohne dein Sonderkommando erst überhaupt deine Blumenkrise, was überwältigen werden können, bewältigt werden konnte? Ich möchte anmerken, ohne mein Sondereinsatzkommando erst überhaupt deine Blumenkrise bewältigt werden konnte. Was? Ah, jetzt weiß ich, was er jetzt hat. Aero 404, aber jetzt habe ich es verstanden. Oh, erhöhte Baugeschwindigkeit, das ist doch auch ganz nice eigentlich. So, Freunde, ihr entscheidet. Was ist das? Ich denke mal, nach Süden expandieren ist wahrscheinlich nicht das Ziel. Ich würde wahrscheinlich eher sagen, die Widerlichen sind das Ziel, weil die sind nicht militärisch schwach. Das sind niedere Kreaturen militärisch. Aber die hängen halt mit dieser nördlichen Hut zusammen. Das heißt, wenn es... Die sind aber noch ebenbürtig. Die sind stärker. Die haben halt die... Thimoids noch als Untertan. Die, hey, was ist denn das? Was ist das denn hier? Echt? Wie hängen die alle zusammen? Das ist ja ekelhaft. Ja, ich rufe da meinen Großvater an, ob der... Müssten quasi... Dann Planet? Das ist kein Planet. Das ist wichtig. Wichtig, dass da kein Planet sitzt. Das heißt, das hier ist die erste Basis, die wir wirklich so haben. Hallo, lasst euch nicht aufhalten. So, das heißt, wir müssten das Ding hier quasi... so richtig defensiv hochballern. Störfeldgenerator. Ja. Störsender.
Das kann ich nicht bauen, weil wir dafür nicht die Ressourcen haben. Na gut, kriegen wir noch hin irgendwann. Die Skuldari-Konföderation hat den Wirtschaftspakt mit der Thimur Divine Confederation gebrochen. Ja, die werden schon wissen, was sie machen. Oh, ein Wurmlochreise. Habe ich gar keinen Bock drauf. Habe ich nur schlechte Erfahrungen mitgemacht bis jetzt. Was hast du dir von mir geliehen? Was für ein Käse? Eine Flotte. Du hast mir eine Flotte geklaut. Ich kann auf die Schnauze haben, wenn ich das nochmal mitbekomme, dass du mir eine Flotte klaust, einfach so, ohne mich zu fragen. Deswegen waren überall Kratzer in den Schiffen. Schon gewundert, wer da wieder zu blöd war einzuparken, hä? Du Ganove, du. Ja, du durchschaut hier mit deinem Spielchen. Sehe ich keine Motten mehr, ne? Ein Hyper-Entertainment-Forum. Ja, komm, auch nicht. Du hast zweimal gefragt, echt? Okay. Weiß nicht, gibt es da Zeugen für? Kann das irgendjemand bestätigen? Da kommen die nicht durch, ne? Nee. Hm. Auf alle Fälle genug Flottenkapazität, dass wir notfalls nochmal was bauen könnten. So, das. Dann gehen wir jetzt nochmal dorthin. Oder auch nicht, weil wir haben jetzt... Ah, scheiße, schau. Wir haben einen Zuwachs von 14. Das ist aber zu wenig für meinen Geschmack. Davon abgesehen. Gut, dann geben wir halt unser gesamtes Geld wieder aus. Nee. So. Aber hier unten ist auch überall nirgends was gebaut, weißt du? Das ist... Aber, jetzt können wir mal kurz gucken, wie das dann in Eck... Jetzt habe ich keine Alloys mehr. Ich habe ja gar nichts mehr. Wir sind wirklich quasi chronisch insolvent hier. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Wie schnell der fliegt. Okay, das ist schnell. Das ist cool. Arbeitslose Pops gibt es nirgends. Ich brauche nirgends was bauen, solange wir nicht arbeitslose Pops haben. Der Rest ist gerade hinfällig. Warum gibt es hier nicht dieses... Ich will dieses Dings haben. Hier, wir es Atmosphäre wiederherstellen, dass wir tote Welten terraformen können. Das ist das Einzige, was mir aktuell noch ein bisschen Hoffnung machen würde, dass wir in diesen Zeiten des Chaos und des Hasses nochmal irgendwie auf die Reihe kommen könnten. Was kostet denn das Unterhalt? Ein von diesen Feuerdingern. Da haben wir noch genug von aktuell. Ah, das wollte ich doch gar nicht upgraden. Ich wollte das upgraden. Ah, gleicher Unterhalt. Egal. Sonst noch gar keine Forschung. Dann bauen wir doch mal eins Forschung. Ah, Forschungslabor. Upgrade. Upgrade. Wir haben ja noch gar nichts. Gas. Okay. Streitet ihr euch da mal schön, wer jetzt was macht bei uns im Reich? Wenn ich mir jetzt überlege, wie wir am besten gegen diese Halunken da oben vorgehen. Brauchen auf alle Fälle ja, mehr Legierungen nach wie vor. Das ist das alte Problem mit den Legierungs. Habt ihr hier schön brav weitergebaut, ja? Ist immer so teuer sein muss, diese Scheißdinger. Ey. Völlig unnötig, echt. Hier oben gibt es halt auch mehrere Fronten, von denen sie vorstoßen. Also hier oben müssen wir gucken, dass Torom einen Angriff überstehen würde. Ohne, dass wir direkt eine Flotte hinschicken können. Und jetzt haben wir... Also ich denke mal, es wäre vielleicht auch... Es würde vielleicht auch reichen, wenn wir einfach nur Basic-Verbindungslinien hätten. Wir müssen ja nicht jedes kleine Eck hier verbinden. Ist ja zum Beispiel auch gar nicht nötig. Ist ja auch total unnötig. Aber so hier, da brauchen wir auf alle Fälle auch eins. Quasi von oben nach unten und dann die ganzen Frontgebiete gescheit abdecken können. Eine Forschungsalternative, aber gerne doch. Du Qualle von Anführer. Ding! Eine extra Wohnung. Oder Interstellaris Franchising. Naja, Franchising klingt erstmal ganz cool. Ich franchise die Krabbe. Das sind unsere Hauptdings, gell? Ah, Weltraumhandelsunternehmen.
Die Dinger waren doch ganz cool. Die bringen uns nämlich mehr Handelsreichweite und Handelseinnahmen. Hyperrelays haben wir so viele, dass es echt richtig ätzend ist, die sich alle anzuschauen. Hör mal die ganzen Hyperrelays an, dass die alle da angezeigt werden. Das ist so unnötig. Warum kann ich das auch nicht ausblenden? Das ist wieder so Klassiker. Classic Paradox. Was ist das hier eigentlich? Ah, was ist das? Eine Fundstätte. Schauen wir mal, was da so gibt. Ach, Flakkanonen. Okay. Da unten haben wir ja so nichts. Das Einzige, was wir noch da oben, könnte man noch so ein Hyperrelay hinbauen. Sternbasenkapazität plus 2 ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Da brauchen wir eh noch ein paar mehr von den Dingern. Langfristig. Stark sind ihre Flotten. Da hat das Ding, ich habe null Flotteninfos. Wait, what? Die Skilderi hat den Megastruktur Sterntor im Mars-System abgeschlossen. Was für ein Tor? Mars. Das ist ein Sternentor, aha. Was macht dieses Sternentor, wenn es fertig ist? Ah, okay, ich verstehe. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Dass sie sich da irgendwie gegenseitig Händchen halten schon wieder. Ah, verbesserte Forschungskomplexe. Ja. Ja, Deadpool, wäre schön, wenn du auch mal was hättest. Okay, die haben überall die Sterntore abgeschlossen. Wünsche euch viel Spaß. Mit euren Sterntoren. Was willst du jetzt von mir? Was willst du denn? Die Racket Industrieunternehmen. Was willst du? Er wird um Orb und erhöht den Betrag an Energy Credits. Für 70 Influence bekommen wir 5 Energie. Permanent, oder was? Na, gerne doch. Das seht doch gerne an. Nirgends Arbeitslose. Wobei, in unserer Hauptstadt müssen wir langsam aufpassen. Da gibt es wirklich bald arbeitslose Poppies. Eine Flotte? Ich habe doch Flotten. Hier, also. Hab 3 Flotten. Sind zwar alle noch relativ schwach. Können wir wieder ein paar genau. Ich hab den ganzen Tag keine Alloys. Ah! Nee. Ah, scheiße, nee, das ist das Falsche. Fuck, das war nicht das Richtige. Ah, ich dachte, oder, warte mal, es kann sein, dass es danach kommt. Ah, das, warte mal, stopp. Es kann sein, dass das nach der ökologischen Anpassung kommt, was ich die ganze Zeit haben will. Das wäre eine Möglichkeit. Bin aktuell hin und her gerissen, welche meiner Reichsmitglieder hier die größere Bürde tragen. Die von Dragon oder die von PRG? Die einen Frontkämpfer, die anderen im Inneren des Reiches. Die einen machen mehr, die anderen weniger. Die einen nehmen sich, die anderen nehmen weniger. Das ist sehr, sehr spannend. Was bringt mir das eigentlich, wenn ich das alles abgeschlossen habe? Ressourcen, Stabilität und Aufstiegsvorteile. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht für uns. Ich glaube auch, das ist das Einzige, oder? Das verbessert nicht unsere Verteidigungsfertigkeit nochmal ein gutes Stückchen. Ich will keine Alloys. Ein Misstrauensvotum gegen Dragon. Hey.
Ich gebe das an meine Gesandten weiter, die sind aber aktuell alle noch beschäftigt, deswegen wird das wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern, dass dieses Misstrauensvotum durchgeführt werden kann. Drei Racket-Bewohner ziehen in die Kolonie Krabbis Spielzimmer. Ja, wenn ihr Scheiße baut, hau ich euch die Fresse zu Klump, das könnt ihr mir aber glauben. Braucht ihr nicht glauben, dass ihr irgendwie Scheiße bauen könnt, ne? Ich lasse euch hier rein, weil wir brauchen jeden Mann. Oder jede Krabbe, jedes Viech. Für Stellaris gibt es Mods. Natürlich gibt es da Mods. Deadpool. Es gibt Millionen Mods für Stellaris in der Zwischenzeit. Hm. Ja, diesen Bergbaulaser damit freischalten. Es gibt zum Beispiel Star Wars Mods, Mass Effect Mods, neue Schiffe, mehr Planeten, neue Grafiken. Ich hatte mal irgendwie zu meiner Prime-Zeit, wo ich es gespielt habe, immer über 100 Mods gehabt. Hat nur immer alle paar Wochen nicht mehr funktioniert. Das war mir ein bisschen ätzend, dann habe ich es sein lassen. Das ist cool übrigens. Ach, schade. Schade. Ah, aber gerne doch. Meine Bier. Habe ich da nicht schon eine Botschaft gehabt mit dir? Ach, schau mal, die mögen uns sogar. Da schließen wir doch gleich mal nicht Angriffspakt mit den Freunden. Ah, guck mal. Ey, die sind uns so überlegen. Das ist so ekelhaft. Das widert mich schon ein bisschen an. Können wir hier machen. Upgrades. An allen Ecken und Kanten. Ah, das Problem ist, du brauchst wirklich sehr, sehr gute PC. Ich glaube, du hast einen guten PC, oder? Hast du einen guten PC? Nee, du hast keinen, du wolltest ja einen kaufen, ne? Du brauchst einen sehr guten PC, wenn du Stellaris mit sowas wie Star Wars, mit so riesigen Mods spielen willst. Selbst die alte Krabbe ist da nicht so wirklich für ausgelegt, muss ich gestehen. Selbst mein PC hat da manchmal noch ein bisschen Rente gemacht. So, was war das jetzt mit Flottenkapazität? Die Dinger waren das. Wobei, ne. Na, wobei, doch. Weiß ich nicht. Du hast, glaube ich, mal gesagt, du hast keinen guten PC. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal so hingenommen. Okay. Dramatische Bedeutung, großer Botschaftskomplex, Unterhalt, ja, natürlich kostet alles Unterhalt, ach, komm. Die Forschung, die ich haben will, bekomme ich nicht, ich bekomme nur den Scheiß. Ist mir wie oft wollen die denn noch Unterwerfung gegen mich freischalten? Wollen die das jetzt 20 Mal machen in den nächsten 6 Stunden, oder was ist euer Ding? Ich dachte, wir sind Freunde. Hier, Wirtschaftspakt können wir noch ab, oder auch nicht? Ah, sie können nicht mit anderen Gesellschaften interagieren, was? Aha. Naja, gut. Wir schicken mal, mal Spionage. Also, wie war das mit der Spionage nochmal? Wie hat das funktioniert? Ich muss, glaube ich, erstmal den Spionen. Genau, Spionagenetz. Du. Dich. So, sie baut jetzt erstmal ein gemütliches Spionagenetz auf. Hätte ich gerne mal ein paar Infos und sowas. Freibeute bewaffnet ist eh das Allercoolste, damit kann man die ein bisschen schwächen, aber so stark sind die leider auch nicht. Schau mal. Die Dinger können wir auch weiter ausbauen. Da oben schicken wir noch einen hin. Ja, ich weiß nicht, ob ich da einen hinbauen will. Machen es mal. Was so schlau ist, keine Ahnung. Du gehst weiter hier runter. Du bist da. Dann baust du mal. Ist da jetzt einer? Ja. Hast du dort einen hin?
Gar keiner von euch beiden an die Macht. Seit wann geht es denn darum bei euch beiden, wer an die Macht bekommt überhaupt? Das ist mal eine ganz andere Frage. Was ist denn falsch mit euch? Ihr wollt mich also beide stürzen, oder was? Da werde ich dann notfalls eingreifen müssen. Und euch beide ruhig stellen, wenn es sein muss. Zum Schutze meines Volkes. Flottenstärke 10,5. Ne, ist nicht so. Immerhin 12.000, 11.000. Ihr habt doch beide ein System. Macht doch da was. Ihr könnt euch doch da gegenseitig zusammenschlagen. Ach, die Rackets können. Diese Rackets sind da sehr gut drin, oder was? Ha. Soll ich jetzt einfach diese Rackets? Soll ich den jetzt einfach. Sie haben aber sehr viele Negativpunkte, muss ich gestehen. Nee, da tue ich das lieber kolonisieren und dann tun wir selber bevölkern. Kein Bock drauf, dass hier diese komischen Rackets hier eh nichts können. Dass die jetzt hier die ganze Zeit sich alle snacken. So, 290 Schiffe, das heißt, wir können unsere Flotten ein bisschen auch vergrößern. Hä? Ist eine neue Kreuzer? Ah. Könnte es jetzt mit Hilfsfeuerkontrollen verbessern. Verteidigungsplattform werden eh automatisch gemacht. Ich muss sagen, ich finde das im Chat aktuell interessanter als das eigene Spiel. Ein Orbitalring. Modifikationspunkte für Roboter. Ich habe keine Roboter, aber ich finde es schön, dass wir dann Modifikationspunkte bekommen. Für die Roboter. Und was ist das nächste? Die nächsten Schiffe sind übrigens schon Schlachtschiffe, glaube ich. Oder? Mich nicht alles täuscht. Wir haben nirgends arbeitslose Pops aktuell. Orbitales Dateispeicherungssystem, Einflusskosten. Die Grabung, die abgetragenen Trümmer. Was ist das? Abtragen der Trümmer ist eine mühevolle und riskante Aufgabe. Arbeiter und Ausrüstung müssen hunderte Meter bis zur Ausgrabungsstätte heruntergelassen und Schutt herausgebracht werden. Es gab zahlreiche Opfer und Unfälle während der Arbeiten. Das ist aber sehr schade. Aber es werden Fortschritte gemacht. Sehr gut, dann grabt weiter. Ich finde es total irritierend, dass jetzt hier alles Max ist eigentlich, aber es geht gar nicht. Weil ja nicht wir das Gebiet schon besitzen, sondern die anderen. Das nur da nur hin könnten, rein theoretisch. Das triggert mich hart ein bisschen. So, da schauen wir auch noch mit eins hin. Okay, da sind wir durch. Da unten will ich nicht, brauche ich nicht, mag ich nicht. Da ist noch eine Ausgrabungsstätte, aber das haben wir jetzt ein komplett funktionierendes System. Dann schauen wir noch, dass wir dort mit hinkommen. Dann kann ich auch alle Fronten abdecken. So, du gehst weiter mit runter. Und du baust da noch eins mit hin. Jedes Mitglied deines Krisenstabs kann bestätigen, dass alle deine Aussagen stimmen. Du kannst zwar nichts, aber Krabbe setzt mich als Oberbefehlshaber ein, wenn es zum Konflikt kommt und du wirst die zwei auf ihren Platz verweisen. Wo ist eigentlich der Barbar? Ich hätte den Barbaren auch gerne als obersten Befehlshaber in Zeiten des Krieges. Der Barbar noch da oder ist er schon wieder gegangen? Ah, Bewohnbarkeit plus 5. Oh, das ist aber auch cool. Ah, doch, Baba ist noch da, sehr schön. Ja, Baba, ich hätte sie dann gerne im Falle eines Krieges für meine Flotte zusammen mit den Herrn Deadpool zur Wiederherstellung der Sicherheit unseres Reiches. Wir haben halt keine flüchtigen Teilchen, das ist das Einzige, was mich gerade triggert. Produktion, Forschungsstation, Forschungsgeschwindigkeit, Autoerforschung von Technologien. Aha. Was soll schon schief gehen, wenn man die Technologien automatisch erforschen lässt? Herr Admiral Baba, sind Sie bereit, die Flotten anzuführen, wenn es zu einem Kampf im eigenen Reich kommen sollte, mit der IKMF Barbaran? Ich habe übrigens noch eine Flotte frei, sehe ich gerade. Die internationale Krabbenmarineflotte
Königskrabbe. Ich bin selber in meinem eigenen Spiel. Sehr schön, wir haben jetzt im Reich, also wir haben jetzt in unserem Reich einen Bürgerkrieg quasi. Nicht einen gegen mich, sondern so in Crusader Kings 3 wäre es quasi ein interner Vasallenkrieg, den wir auch hier jetzt haben. So, hier haben wir übrigens alles connected schon. Sehr schön. Müssen wir leider noch hier unten weiterbauen. Und du bist da. Du kommst da auch noch mit hin. Sehr schön. Die Ausgrabung hat eine Verzögerung erfahren, da die Luft in der Ausgrabungsstätte mit zunehmender Tiefe immer giftiger wird. Sollen aufhören rumzuheulen, Alter. Die sollen arbeiten, dafür bezahle ich sie doch. Oder auch nicht, aber ist auch wurscht. Hi Toxio, ich grüße dich, lange nicht gesehen. Mir geht's gut und wie geht's dir? Deine Leute haben geheimen Handel zwischen PRG und Beer Prime Anhängern aufgedeckt. Das ist nicht schlimm, Beer Prime ist mit uns befreundet. Das finde ich in Ordnung. Viel schlimmer wäre es, wenn PRG-Anhänger oder Dragon-Anhänger sich mit diesen nördlichen Ratten zusammentun würden. Das wäre viel dramatischer, wenn ihr mich fragt. Also kurze Mini-Upgrades. Tipp, tipp, tipp. Ja, was ist das denn hier eigentlich? Ey, könnt ihr mal eure 223k weglassen, bitte? Das, macht mir ein bisschen Angst, so eine Riesenflotte an meinem Arsch zu haben. Muss schon mal sagen. So, ihr baut da. Dann baut ihr da unten schon mal mit hin. Wir können ja jetzt auch schon reisen, das ist ja das Schöne, ne? Blopp, blopp. Und, das ist auch schon fertig. Reist er noch, oder? Oh, er hat es nicht hinbekommen. Pass auf, wir resetten den Befehl nochmal. Und jetzt müsste eigentlich den Teleport nehmen, oder? Ja, es hat er genommen, okay. Jetzt war ich mir nicht ganz sicher, ob er es doch noch macht. Die Schiffsblau... Was? Unsere Schiffsbaupläne wurden verkauft. Das ist nicht so schlimm, die sind eh alle stärker als wir. Können wir schon gerne verkaufen. Hoffentlich hat er noch gut Geld dafür bekommen, für unsere alten, verschrotteten Pläne. Wäre mir scheißegal. Wäre nicht so schlimm. Auf alle Fälle mehr Alloys. Ja. Das nennt man geistige Dummheit. Ah, Beweise. Beweise sind immer was Feines. Erkläre hiermit Herrn Deadpool zu meinem Beweisbeauftragten. Herr Deadpool muss nun die Beweise sichten, zusammen mit dem Herrn Barbaran. Und soll dann entscheiden, ob diese Beweise echt sind oder nicht. Ich kriege nichts, was ich nutzen kann. Ich bekomme... Oder warte mal, habe ich das jetzt schon bekommen? Nee, ne? Nein, wir brauchen Klimawiederherstellung. Ich kriege keine Klimawiederherstellung. Beweise sind echt? Oh, der Barbar hat gesagt, die Beweise sind echt. Hm? Tja, Dragon, jetzt haben wir natürlich ein Problem, ne? Die Beweise wurden vom Herrn Barbaran als echt anerkannt. Was haben sie dazu zu sagen? Okay, jetzt baust du mir hier erstmal das Ding hin. Nenn ich Hyperi. Ach, fickt euch. Wir können das Ding einfach mit Dings... Ach, komm, nicht euer Ernst, oder? Echt jetzt? Und ich klicke die ganze Zeit immer einzeln hin. Ach, komm. Stimmt, ich erinnere mich, habe ich in der letzten Folge auch herausgefunden. Ach, ist doch scheiße sowas. Mann. Geil. Ah. Ich glaube, Dragon wird sich nicht zu einem Discord-Chat hinbewegen lassen. Das wäre ein relativ einseitiges Gerichtsverfahren. So, schauen wir, wie lange der braucht. Von da unten nach dort oben. Blub. Blub. Ja, es geht schon ganz schnell. Ich meine, diese
Portale sind eigentlich besser, die anderen, aber die mit den. Die haben wir nicht, deswegen können wir da keinen Vorlieb drauf nehmen. Ja, aber jetzt. Die Piraten können mich am Arsch lecken. Wann kriege ich denn mal bessere Schiffe? Ich kriege keine besseren Schiffe. Wir erforschen zwar ohne Ende, schalten viele Sachen frei, bekommen aber keine besseren Schiffe und sonst auch nichts den ganzen Tag. Ich weiß nur, dass sie die feindliche Flotte vernichtet haben. Das ist der einzige Vorteil gerade. Was? Ich als Superkoch würde in Deutschland Schafshund und Augen gegessen oder gewisse Greifflüssigkeiten? Nee. Das ist in Deutschland keine Sau. Was, die letzten beiden Nachrichten? Was das? Ich habe persönlich den Auftrag erhalten, gute Verbindung mit den Nationen im Westen aufzubauen. Ja, mit Dings solltest du machen, ne? Hier, vor allem mit diesen Timuid Divines. Da war ja aktuell noch ein bisschen Probleme. Stabilität um 5% erhöht, Reisgröße verringert und ja, genau. Wir könnten natürlich wirklich einfach drauf scheißen und zur Krise werden, aber. Das Ding ist jetzt nur, was machst du denn davon? Nö, keine Ahnung. Aktuell gibt es nichts, was ich freischalten wollen würde. Klonarmee. Das wäre natürlich auch nochmal was. Warum nicht? Geklonte Krabben haben doch bestimmt auch was. Wo stehe ich aktuell im Galaktischen Rat? Pff, gar nicht. Schau ich mal diese Geier an, wie sie auf Platz 1 gammeln hier, diese Botraniten. Der Feind meines Feindes gewährt den Kriegsgrund Gegenangriff gegen Reich, die kein Mitglied der Galaktischen Gemeinschaft sind. Das klingt gut. Ich meine, es gibt eh keinen mehr, glaube ich. Was sind denn Hochrisikosituationen? Jede Söldnerenklave erhält plus 20 Flottenkapazität. Söldnerdividenden treten häufiger auf. Angehörte Söldnerflotten benötigen 10% weniger Flottenkapazität. Aha. Klingt erstmal interessant. Okay. Das Ding ist fertig. Wirtschaftszonen. Das kann man upgraden, das kann man upgraden, das kann man upgraden. Und dann bauen wir hier noch mehr Legierungen hin. Was war hier jetzt? In 6000 Kilometern Tiefe. Was für 6000 Kilometer Tiefe? Wir haben den Grund des Schachts erreicht und machten eine erstaunliche Entdeckung. Durch den Absturz in Mitleidenschaft gezogen und während der atmosphärischen Wiedereintritts nur halb geschmolzen. Ist es dennoch unstreitbar ein Raumschiff mit fortschrittlichem außerirdischem Design. Obwohl es nach einem katastrophalen Abstieg unter tausenden von Tonnen Trümmern begraben wurde, ist es bemerkenswert intakt. Aha. Wie das Schiff trotz all dem die strukturelle Integrität bewahren konnte, ist umstritten, aber die verbreitetste Theorie besagt, dass es von einem fortschrittlichen Energiefeld umhüllt war, das weit über unsere modernsten Technologien herausgeht. Faszinierend. Neue Forschungsoption. Fortschrittliche Schilde. Okay. Hä? Wollt ihr doch nicht abbrechen? Okay, mehr können wir nicht machen, scheinbar. Eine Raygun. Immerhin können wir jetzt hier die Verteidigungsanlagen mal weiterbauen. Wie, 26 Verteidigungsplattformen, okay. Ja. Ja, meine Freunde. Dann zeige ich euch mal hier, wer der Bossmeng ist. Dann wünsche ich euch viel Spaß, das Ding anzugreifen mit 26 Verteidigungsplattformen. Gucken wir mal, was für eine Stärke wir erreichen.
Bin mal gespannt. Und was die dann drauf haben, die 26. So, hier baue ich doch eh schon. Jetzt habe ich schon so viel Boni freigeschaltet. Dauert immer noch ewig, das Zeug alles zu bauen. Blub. Also die sind keine Gefahr für uns. Die an sich schon. Die würden uns dann quasi einen Nachteil schicken. Und wer ist dann noch mit drin? Ich sag mal, wir klären denen den Krieg. 5 insgesamt. Allein, die alleine sind schon der Overkill. Bleiben wir erstmal bei Forschung. Wir brauchen mehr Forschung. Kostet mich das immer? Mal gucken, was wir alles so upgraden können. Wir upgraden erstmal. Wir upgraden erstmal alles. Dann schauen wir mal, was mir dann an Ressourcen so fehlt. Die werden wir uns jetzt bestimmt gleich sagen. Genmodifikation, das ist nice. Verschlüsselung plus 2 ist praktisch. Notfallmaßnahmen, was? Sklavenhandel mit organischen Wesen verbieten zu einer Notfallmaßnahme erklärt. Bin ich dagegen. Wenn alle dagegen sind, bin ich auch dagegen. Böses Hasi. Danke für dein Follow, schöner Name. Solange kein böses Krabbi bist, die gibt es hier im Chat aktuell schon mehr als genug. Jetzt haben wir echt arbeitslosen Pöbel hier, oder was? Ja, das Dragon veruntreut, das war mir schon immer klar. Ich habe ihm nur, also was das angeht mit Geldern, habe ich ihm noch nie getraut. Muss ich leider zugeben. Aber er wird schon noch sehen, die gerechte Strafe bekommen für die Veruntreuung meiner Gelder. Früher oder später. Nirgends Forschungslabore gebaut? Doch, da ist eins. Da kann ich aber nicht upgraden. Päh. Da kann man auch nichts bauen. Was ist denn das, dass wir irgendwas bauen können, gefühlt? Das können wir zuerst mal upgraden. Das auch, das auch. Bin eh gleich privat insolvent, weil ich wieder nichts mehr habe. Okay. Schauen wir mal, wo wir dann gleich stehen mit unseren ganzen Kosten hier. Falsch, hier muss ich gucken. 25, 21 haben wir aktuell. Okay, müssen wir kurz gucken wegen Genmodifikation noch ganz nebenbei, wenn wir eh nichts anderes machen können. Geheime Weltraumeinrichtung, ja, ja, klar. Wo war das mit der Genmodifikation? Spezies. Da. Vorlage erstellen. Eigenschaftspunkte 1. Also ich kann jetzt einfach nur den negativen Punkt wegschmeißen. Warte mal ganz kurz. Hä? Moment. Nicht Rechte festlegen. Mhm. Vorlage anwenden auf alle. Kostet 13.700. Dauert 15 Monate. Okay, machen wir das doch mal. Wir steigen auf zu einer neuen Spezies, meine Freunde. Eine, die überlegen ist ihren Feinden, idealerweise. Wann bekomme ich denn? Ich habe irgendwie alles verlernt. Ich weiß noch nicht mal, wann wir endlich diese besseren Schiffe mal bekommen. Gibt's alles nichts mehr. Verbesserte Geschwader, verbessert dies, verbessert das, aber ansonsten, keine Ahnung. Das ist langweilig, langweilig. Täuschung vielleicht nochmal, ne? Was ist Unnachgiebig klingt gut. Das steht genau für mich. Ja, das sind mutierte Krabben. Wir mutieren. Und das ist erst der Anfang. Apropos, das ist erst der Anfang. Was machst denn du da?
Oh, mein Hyper-Relay dahin, wenn du schon mal da bist. Wo ist dort ein Hyper-Relay hin? Jetzt habe ich ja wirklich überall Hyper-Relays hingebaut. Also besser geht es jetzt eigentlich nicht mehr. Da können wir noch ein Bergbaustationchen hinschimmern. Gut. Jetzt brauchen wir noch neue Verteidigungsanlagen, um unsere strategisch wichtigen Gebiete zu verteidigen. Das wäre hier. Das hier. Weil ich jetzt mal nicht davon ausgehe, dass die mich angreifen, aber trotzdem. Das hier müssen wir auch noch upgraden. Da können die hin. Da gibt es zu viele Wege von denen aus, die hier in mein Reich eindringen könnten. Und das Wichtigste ist nur, dass von hier keiner reinkommt. Ein Ausschuss um diese Blumenplage untersucht. Das überlasse ich den Barbaren. Barbaren, kümmern Sie sich bitte um die Blumenseuche. Jetzt verlieren wir flüchtige Teilchen. Schau, das ist genau der Scheiß. Und ich kriege die Forscher nicht, um diese Dinger zu bauen. Ach, ist doch kacke sowas. Das ist ganz cool. Machen wir das noch kurz. Forschungspunkte haben wir jetzt sehr stark erhöhen können in der Zwischenzeit. Die Kronkrabbe wurde als Psioniker offenbart. Das ist sehr erfreulich. Tja. Mein gut, diese Motten können wir notfalls auch kaufen. Das wird uns jetzt nicht killen, aber schon etwas ärgerlich. Antimaterie-Reaktor. So. Die Modifikation unserer Spezies wurde offiziell erfolgreich abgeschlossen. Der Baba ist nicht ganz anwesend, oder? Herr Baba, es geht darum, dass diese Blumenkrise, die es bei uns im Reich gab mit dem Planetensystem von PRGTLB, Sie müssen da herausfinden, ob die ordnungsgemäß gesäubert wurde, ob da noch irgendwo Blumen übergeblieben sind. Kümmern Sie sich bitte darum, Herr Baba. Ne, es geht ja darum, ob noch welche da sind. Wir können ja nicht über etwas rüberrollen, wenn wir nicht wissen, ob noch was da ist. Verstehen Sie? Plattform noch stärker machen? Ach, was ist das denn jetzt? Anpassbare Bewohnbarkeitspräferenz. Will mich verarschen? Ich will den Scheiß nicht. Es gibt keine Blumen, nur Betonmalereien. Ich glaube, der Baba lebt auf seinem eigenen Welten aktuell. Der hat von der ganzen Blumenkrise gar nichts mitbekommen. Mineralientechnisches so eher nicht, ne? Irgendwo Mineralien da? Da gibt es noch zwei. Ah, da habe ich noch Blocker. Frieden. Es gab Frieden zwischen Beer Prime und Bodranit Union. Gerne, wer da angegriffen hat, aber ich glaube, Beer Prime hat verloren. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben verloren. Weil das Ding wäre, wenn du da dein eigenes Ding machst die ganze Zeit und mich hier ignorierst und mich hier allein lässt, dann kommt sowas dabei raus. Toxio, das Programm heißt, Voice Mod. Kostet aber Geld, wenn du es nutzen willst. Ist nicht kostenlos. Also ist kostenlos, aber nicht komplett. Wenn du mehr machen willst, dann musst du Geld zahlen. Die Thimoid Divine Confederation hat die Föderation Galactic Pact verlassen. Okay. Weil, das ist doch eigentlich eine Chance für uns, oder? Weil dann sind die ja nicht mehr verbündet hier mit sowas zum Beispiel. Ah ja, ah, schau an. Ah, interessant. Und Beer Prime könnten wir zum Beispiel auch einladen für so eine Offensive. Aber sehr interessant. Muss ich schon sagen, das ist doch eine... Das ist doch eine positive Entwicklung. Apropos positiv, wartet mal ganz kurz. Mal kurz beim Schiffsdesigner schauen. Wir müssen kurz unsere
Schiffe modernisieren wollte ich sagen, aber wir haben noch gar nicht bessere Schiffe, oder was? Es gibt nichts Besseres. Cool, wir haben immer noch das Modernste. Achso, es wird automatisch verbessert. Ah. Dann upgraden wir unsere Schiffchen alle mit nebenbei. Weiter verbessern. Verbessern. Ah, hier müsste man auch aufpassen. Da kann auch noch was kommen. Was, ein gefallener Außenposten? Nein, nicht wurscht. Mir geht es eigentlich nur darum, dass wir unsere Festungsanlagen verbessern. Hier ist auch das gleiche Geschmarre. Ah, warte mal, stopp. Da gibt es sogar zwei Gebiete, wo wir rein theoretisch verteidigen müssen. Die Rumpfstärke und der Schaden von Sternbasen und Plattformen sind erhöht. Gibt es noch mehr nochmal Sternbasenkapazität plus 2. Bewohnbarkeit. Naja, gut, wenn es sein soll. Mal kurz gucken, was jetzt hier eigentlich hier oben die Stärke ist. 28.700. Ist ganz okay. 28.700 ist ganz okay, finde ich. Könnte besser sein. Aber wir sollten auf alle Fälle in der Lage sein, erstmal den größten offensiven Stand zu halten, wenn welche kommen sollten. Entschuldigung von mir. 6 Monate Sozialforschung. Für was? Für was denn? Nee. Hau ab. Ich gebe euch nicht meine Forschung. Ist ja meine Forschung. So ein paar Bergbaudistrikte bauen, dass sie ein bisschen was zum Arbeiten haben hier. Wir brauchen nämlich mehr Mineralien. Flottenakademie. Starterfahrung Schiffe. Logistikbüro. Neues Sternbasisgebäude, Logistikbüro. Hä, das haben wir doch schon. Oder nicht? Oder ist das was Neues? Ah, Schlachtschiff. Hype. Endlich. Nach 100 Jahren haben wir Schlachtschiffe. Das wird die Zeiten oder die Form der Kriegsführung verändern. Ein für alle Mal. Was ist denn das Ding? Das war das hier. Hat das hier. Das hier. Warum baue ich ja nicht? Hä? Stopp. Wollte ich doch gar nicht upgraden. So, dicht rennen wir noch mit ab. Kann man nicht einstellen, dass die nicht angezeigt wird oder irgend sowas? Hm, scheinbar nicht. Ein Verteidigungsnetz, Supercomputer, der ist eigentlich mal ganz cool. Aber wir machen erstmal die fortschrittlichen Schilde. Die können wir auch gerne mit einbauen. So, machen jetzt immer noch minus ein Flüchtiges. Aber alles andere haben wir noch ohne Ende. Das ist ganz cool eigentlich. Mal die Forschungsstation weiter mit ausbauen. Natürlich brauchen wir auch noch freie Bauplätze. Deswegen werde ich jetzt hier nicht alles vollhauen. Nur da, wo es wirklich geht gerade. Okay. Strafkolonie ausrufen. Ach, schau mal, das bräuchte ich ja eigentlich sogar für ein paar Leute hier gerade, vor uns im Chat, die sich alle nicht zusammenreißen. Baue ich mir eine Strafkolonie, dann schmeiße ich da alle rein. Du brauchst ein Schlachtschiff für Operation Glue Base. Lässt sich da was machen? Ich weiß nicht, das ist alles eine Frage des Geldes. Am Ende zählt es immer das Geld. Ja. Wir machen mal genug Alloys. Du möchtest eine Strafkolonie? Ich soll dich reinstecken oder wie genau? Was meinst du mit, du möchtest eine Strafkolonie? Alles schon fertig gebaut? Fehlt natürlich immer noch das Zitadellen-Upgrade. Da
Das Ding, ja, auch, genau. Das Ding nicht. Das Ding auch noch. So, das können wir hier noch bauen. Logistikbüro, ne? Genau, auch nochmal zwei extra Slots. Bei dem geht nichts mehr offiziell. Ja, ich denke, wir könnten vielleicht hier trotzdem auch nochmal... Das ist dann ein Transithafen, Umsiedlungschance. Auch noch Logistikbüro. Vielleicht verbessern wir das Ding auch nochmal mit Just for Fun. Keine Ahnung. Was ist das Ding? Ja, noch ein G-Modifikationspunkt. Guck mal. Die brauchen wir doch, die Dinger hier, ne? Schlachtschiff kommt auch gleich. Wo sind diese Zanierstationen? Achso, da bauen wir schon die Verteidigungsgenau. Das bauen wir ja alles. Auch wenn es nicht angezeigt wird, dass ich was baue. Was, du möchtest eine leiten? Das weiß ich aber nicht, ob ich dir die Kontrolle über eine Strafkolonie geben kann. Muss ich gestehen. Das ist eine sehr große und schwierige Aufgabe. Also PRGT, ich wusste, seid ihr jetzt echt schon im Krieg oder was? Ihr macht Sachen, ey. Ich habe das gar nicht bestätigt und gar nicht genehmigt, dass ihr im Krieg sein dürft. Das heißt, ihr handelt hier ohne meine Erlaubnis. Finde ich skandalös. Schon sagen, einfach über meinen Kopf hinwegsetzt und Kriege führt. Da muss man schon Gedanken machen um die Zukunft hier im Reich. Aber egal, es ist soweit. Es ist der Tag gekommen, an dem wir endlich, endlich Schlachtschiffe. Wie nennen wir denn das Ding? Ist ja immer noch Babars Kampagne. Baba, wie soll ich denn das Schlachtschiff nennen? Ich unterstütze gar keinen. Ich bleibe neutral und schaue, wer von euch beiden gewinnt. Und der Gewinner, der darf dann meine linke Hand werden. Meine rechte Hand ist der Barbar und der darf eigentlich immer noch entscheiden, wie er das Schiff nennen möchte, wenn er da ist. Herr Barbar, it's your time. Aber Bro, it's your time. Wer hat denn jetzt hier eigentlich gewonnen? Champions League. Ah, Real Madrid hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an Real Madrid. Barbar Bismarck. Sehr, sehr schön. Die Bismarck. Speichern. Du kommst weg. Was ist denn da so? Ja. Ich will sie machen. Ah, ich lasse das mal so. Okay. Und jetzt gehen wir her und schicke natürlich überall ein paar Schlachtschiffe mit rein. Nicht viele, nur ein paar. Wie viel kostet 16.000? Pfäh! Ah, okay. Ich habe gar nicht genug, um die ganzen Kosten. Und das, Alter, wie teuer Legionen sind, Alter. Zu teuer. Allein was es kostet. Oh, nicht nice. Wenn jetzt noch irgendeiner verrät, wo ich diese Motten herbekomme in den nächsten 100 Jahren, werde ich auch wirklich sehr, sehr verdanken. Ah, gut, Game-Modifikationspunkte haben wir auch noch. Da können wir auch noch. Oh, was? Kleinere Artefakte rekonstruieren. Aha. Megaplexe. Stimmt, was war eigentlich mit diesen Artefakten? Das war doch auch irgendwie dieses Team mal, oder? Was war denn das? Wo waren denn Artefakte? Hier waren sie. Relikte, genau. Und wie mache ich das jetzt? Ich habe kein einziges Relikt. Jetzt gemacht. Okay, ich check das mit Relikt nicht. Egal, scheiß auf Relikte.
Scheiß drauf. So, Zitadelle muss sein, leider. Einfach um die maximale Verteidigungsfertigkeit aufzubauen, die wir haben könnten. Und wir müssten jetzt auch genug eigentlich haben, unsere Flotte zu verstärken. Und dann schauen wir mal, was unsere Flottenkampfstärke ist und wo wir auch natürlich jetzt hier im Galaktischen Rat sitzen. Denn aktuell, wenn wir gucken, im Galaktischen Rat sitzen wir nicht mit drin. Wir sind nur eine Gemeinschaft und in der Gemeinschaft sind wir auf Platz 2. Wichtig wäre halt, dass wir vielleicht sogar in den Galaktischen Rat rein switchen könnten, wenn wir stark genug sind. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Unterhaltsschiffe. Verringerte Kosten. Jetzt schauen wir mal ganz kurz bei unserer Spezies. Und zwar, das ist ja unsere neue Spezies. Da würde ich jetzt gerne nochmal eine neue Vorlage erstellen und dann das auch noch mit wegmachen. Jetzt haben wir 0 negative Trades. Und werden diese Vorlage anwenden auf alle unsere aktuellen Spezies. Das dauert nur 8 Monate. Wow. Ja, wir haben echt super Fortschritte gemacht. Mit unseren ganzen Forschungspunkten. Da können wir upgraden. Da gibt es arbeitslose Freunde. Dann bauen wir doch hier mal eine Legierungsgießerei. Durch den Bau oder durch die Verbesserung des Planeten, durch den Bau von Stadtdistrikten. Stadtdistrikten die ganze Zeit. Arbeitslose auf der Hauptwelt. Was gibt es denn für Entscheidungen eigentlich? Ja, das sind diese ganzen komischen Mod-Entscheidungen, die bringen mir aber nichts. Ja, dann ist hier dann demnächst Party wegen Überbevölkerung. Viel Spaß, ne? Viel Spaß. Macht mir keine Scheiße hier, ne? Mal ein paar Stadtdistrikte hinbauen. Forschungsgeschwindigkeit plus 5%. Hyperantrieb 3. Schau mal an. Ja, warum nicht, ne? Das ist doch... Wir haben 30K-Schiffe, meine Freunde. Ja, da macht der nichts, ne? Ihr Gauchos, Alter. Kannst du das schon verbessern? Ja. Ich habe keine... Ich weiß nicht, ob die Minereien dafür reichen. Das ist auch schon auf Max. Dann bauen wir Schiffswerft, Ankerplatz, Raketen, Hangar, Handelsknoten, Geschützbatterie, Hydrokultur, Handelsposten, Logistikakademie, Flottenakademie. Und dann... Verteidigung. Und da habe ich wieder keine Alloys. Aber mir ist dann die nächste Verteidigungsstation schon mal fertig. In 100 Jahren. Okay, dann wäre das nächste das Ding hier. Okay, Schiffswerft, Ankerplatz. 1, 2, 3. Handelsknoten. Auch Posten ist natürlich auch nicht so schlecht. Gut, damit ist das auch durch. Machen von allem eins. Das ist das Chilligste eigentlich. Einfach von allem eins bauen. Das ist das Einfachste. Das krieg auch ich hin. So, Verteidigungsplattformen sind leider immer relativ teuer. Hier das gleiche Schauspiel. Von allem eins. Die ersten drei sowieso immer. Und dann noch ein Weltraumhandelsunternehmen. Und hier auch hier nochmal Verteidigungsanlagen mit hin. Mir egal, dass sie sich ihre Ethik hier woanders hinschmieren. Fakt ist, ich habe zu wenig Alloys. Das ist ein Fakt. Das ist einfach das Einzige, was mich interessiert. Wo sind wir jetzt eigentlich im Rat? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß, ich habe jetzt 8000. Die haben sich sofort hochgeballert, ne? Scheiß Betrüger, Alter. Betrüger!
Wer hatte eigentlich die Idee, skalierende KI anzumachen? Wer war eigentlich dieser Blödmann? Vollidiot, echt. Geht voll auf die Nerven, dass ich so dumm sein kann. Wir kriegen ihn auch nicht. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Wir kriegen weder die Mottenforschung, noch bekommen wir die Möglichkeit, dass wir die Atmosphäre wiederherstellen. Was ist denn das? Gibt es das nicht mehr oder habe ich das rausgenommen oder wurde das vernichtet oder hä? Ach, das bereitet Kopfschmerzen, echt? So. Ich habe mal ein bisschen Ansprüche an unsere Freunde hier übrigens. Gerade voll Bock drauf. Nicht, um denen irgendwie Angst zu machen, aber einfach so zum Spaß oder so. Dam. Gouverneur als Psioniker, hervorragend. Ich weiß nicht, ob wir da in der Lage sind, diesen dimensionalen Horror in der Zwischenzeit mal zu töten. Wäre halt riskant, ne? Aber wenn es klappt, dann hat es geklappt. Zellrevitalisierungscenter. Ich will das alles nicht. Ich will all das nicht. Ich finde es so schön, dass wir die ganze Zeit die Bewohnbarkeit um 5% erhöhen können. Das finde ich super, aber ja. Es ist nicht das, was ich will. Ich will das nicht. Ich will Planeten terraformen können. Ich will tote Planeten terraformen können. Und ich will Motten. Ich will. Bezonung auf ich will. Ich mag nicht. Und ich würde nicht gerne. Nein, ich will. Wir haben übrigens gleich keine flüchtigen Teiche mehr. Ah, ich könnte kotzen. Handeln! Teil! Teuer. Teuer! Ah, jetzt haben wir 1000 Stück gekauft. Sollte das nur für ein paar Stunden reichen. Wer will mich stürzen? Ich hau euch die Beine auf die Schnauze, wenn ich hier noch einmal lese, dass jemand mich stürzen will. Ich glaube, ihr hängt. Wann ist eigentlich, dass wir... Ah, Landräumung war es, gell? Mal ein bisschen Landräumung mit nebenbei machen. Ich glaube, die haben wir die Landräumung schon gemacht, ne? Ja. Landräumung. Strafkolonie. Landräumung, jetzt habe ich keine Energie mehr. Doch, ich habe Energie, ich habe keinen Einfluss mehr. Ah, wir haben Dings erforscht. Wir haben Dings erforscht. Das heißt, wir können jetzt unsere ganzen Dinger aufs finale Upgrade hieven. Zu einer Zitadelle upgraden. Zumindest die wichtigsten erstmal. Ich denke mal, weil das im Süden ist nicht so wichtig. Eher unwahrscheinlich, dass die mich jetzt hier angreifen. Wichtiger wäre schon eher... Das Gebiet natürlich sowieso das hier. Und das upgraden wir sowieso. Das graden wir nochmal mit ab. Piraten. Komm, die schaffen das doch nicht, oder? Komm, bitte. Ich habe so viele Upgrades in unsere Verteidigungsplattform gesteckt, dass ich mir jetzt doch bitte einfach sagt, dass sie keine Chance haben gegen meine Verteidigungsplattform. Ja, meine Plattform gewinnt gegen Piraten. Das ist ein bisschen armselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben auch Hypernetzwerke gebaut. Das sind richtige Pisser, Alter. Die haben auch Hyperrelays gebaut. Scheiße, sowas. Gefällt mir gar nicht. Ich würde mal sagen. Es ist nicht das, worauf ich hier abgezielt hätte eigentlich. Ach, ihr seid Verarschlöcher, ne? Ich finde das schön, dass ihr das studiert und so, aber warum wollt ihr den 10 meiner... Ah, ne, ein Krabbelbewohner wird geklaut, achso. Für den 10% Zufriedenheit für 10 Jahre, ist ja egal, sondern auf ihn rumzuheulen. Niederer Pöbel. So, die Piratenflotte ist gleich tot. Das ist aber nett, dass ihr die Grenzen zu mir wieder geöffnet habt. Ich wusste gar nicht, dass ihr die geschlossen habt, um ehrlich zu sein. Die Piraten wurden von Dragon finanziert, aha. Aber schlechte Piraten gewesen. Oh, psionische Armee, die ist cool, die ist richtig stark. Psionische Armee ist geil. Das sind so richtige Kampfeinheiten. Das sind so Einheiten, vor denen habe sogar ich Angst. Ich schicke mir schon dort oben hin mit nebenbei. Wann kommt ihr da eigentlich an? Wegen zum Torum-System. 71 Tage, es dauert immer noch 71 Tagen.
71 Tage dort anzukommen, trotz Hyper-Relays. Naja, gut, ist okay. Lass ich nochmal so durchgehen für den Anfang. Könnte trotzdem besser sein. Schaden, Orbitalbombierung, Erhalt, Kriegsmüdigkeit, Einflusskosten, feindliche Ansprüche. Das klingt auch alles ganz toll. Es gibt nichts, was ich hier gerne machen würde. Verstehen Sie das bitte? Es gibt einfach nichts für mich. Außer es ist was Neues freigeschalten worden. Ich glaube nicht, nein. Koloss Project. Mehr noch was. Das ist aber Lategame. Das wäre auch beides ganz cool. Weltenformer ist richtig geil, weil das würde uns erlauben, Gaia-Welten zu machen. Dafür brauchen wir aber Klimawiederherstellung. Und wer hat keine Klimawiederherstellung seit 20 Jahren? Ich habe keine Klimawiederherstellung seit 20 Jahren. Triggert mich das? Ja. Kann ich was dagegen machen? Nein. Ich finde es trotzdem scheiße. Diese Tempel können wir aufwerten. Was bringen die denn eigentlich? Mehr Produktion oder? Was ist denn der Unterschied zwischen... Ah, okay, einfach mehr Unity. Gibt's erstmal nichts gegen einzuwenden, ne? Die Forschung mit upgraden. Hier Forschung. Forschung. Hauptwelt, Legierungen. Und da ist auch nochmal Forschung. Genauso wie hier. Jetzt habe ich wieder irgendwas angeklickt. Ne, war schon richtig. Was für birnatische Krieger. Seit einigen Monaten haben wir vereinzelte Berichte über eine kleine Anzahl außerirdischer Söldner erhalten. Das gibt... Was? Sebelrei. Was gebe ich denn hier schon ein? Sebelrei. Hä? Das System gibt's gar nicht, weil ich es nicht kenne. Außenseiter, wir sind die Birnati. Wir dienen keinem Meister. Naja, was wollt ihr denn von mir? Gib mir nicht auf die Nerven, ich hau euch tot, Alter, ist mir scheißegal. Die müssen vielleicht nicht glauben, dass ich hier Angst vor denen habe oder so, ne? Ich glaube, dieses Klimawiederherstellung ist auch ein Gerücht, oder? Das gibt's einfach gar nicht. Boah, es widert mich echt an. Mineralverarbeitungshub. Niedrige Schwerkraft. Mega-Raffinerie. Okay. Ich finde das schön, was für coole Gebäude wir alles bauen könnten, aber irgendwie bringt mir das alles gar nichts. Kurz gucken. Seit wann kann ich Chemieanlagen bauen? Lol. Ich konnte die ganze Zeit Chemieanlagen bauen. Das glaubt mir keiner. Ich warte seit gefühlt 10 Jahren darauf, dass wir diese Chemieanlagen bauen können. Und jetzt sehe ich dann, dass wir die schon die ganze Zeit bauen konnten. Super. Ganz toll. Ganz, ganz fein. Nee, finde ich schön. Gefällt mir ganz. Gefällt mir wirklich gut. Vielen Dank auch an alle, dass ihr mir da, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Also, PRG, du zwingst mich jetzt eine Entscheidung zu treffen. Naja, das Ding ist, anhand der Beobachtungen und anhand der bisherigen Entwicklungen in diesem Fall muss ich ganz klar sagen, dass ich absolut vergessen habe, was ich gerade sagen wollte. So, wir kümmern uns jetzt um die Ingenieure. Brauchen wir nur noch die Klimawiederherstellung, da bin ich zufrieden. So, also Deadpools Vorschlag fand ich ganz cool mit dem Zweikampf. Ich finde eigentlich Deadpools Idee am besten mit dem Zweikampf. Ich denke, das ist die fairste. Die fairste Möglichkeit, einen Sieger zu finden, wenn wir erstmal über nochmal kurz Landräumung betreiben. Oder auch nicht, weil wir wieder keinen Einfluss mehr haben.
Ich weiß, es ist eigentlich nicht so interessant heute, aber wir bereiten uns auf einen Krieg vor, meine Freunde, auf einen großen Krieg. Den größten Krieg aller Zeiten. Und zumindest sind wir schon mal stärker wie die beiden in der Zwischenzeit. Und da sind wir ebenbürtig. Also ein Krieg wäre schon mal interessant aktuell. Ich bin bester Dinge, dass wir nächste Woche auf alle Fälle einen riesen Krieg über den Zaun brechen werden. Die Frage ist nur, ob wir stark genug sind, dann auch diesen Krieg langfristig zu führen. Und halt auch zu gewinnen. Nee. Das ist halt die Frage. Wird man sehen. Wird man sehen. Landräumung habe ich jetzt schon gemacht, ne? Ja. Landräumung hat er auch schon gemacht. Planetare Bodenschätze. Ah, stimmt, die gab es ja auch noch nicht. Konnte ich das nicht überall machen? Hm, ich habe das wahrscheinlich schon in einigen Gebieten gemacht. Egal, wir machen einfach mal weiter. Wer ist im Rat? Wird's interessant, wie die immer stärker werden. Egal wie stark ich bin, die werden stärker. Juckt die gar nicht. Was ist denn Operation Deckmantel? Wurde gestartet von der Rückkehrer der Operation Blue Base. Er macht hier einen Sieger nach dem anderen. Und der Sieger wird zur Überraschung geköpft. Okay, pass auf. Ich stelle Dragon. Ich stelle dir eine Verteidigungsflotte zur Verfügung. 10 meiner besten Kampfschiffe sollen die verteidigen. PRG, ich stelle dir 10 meiner besten Kampfschiffe zur Offensive zur Verfügung. Damit kommt es jetzt auf den besseren Anführer an. Welche der zwei Seiten gewinnen soll. Mal wieder. Baba, Zweikampf zwischen PRG und Dragon. Haben jetzt offiziell 30.000 Flottenstärke. Ich weiß aber nicht, wie die an so viel politische Macht kommen, die anderen. Das kann doch nicht fair sein. Das Problem ist, jeder von euch verteidigt angeblich das Reich. Ich weiß ja gar nicht, wem ich da noch glauben kann gerade. Ihr verwirrt mich auch ein bisschen mit euren ganzen Beschuldigungen und Vorwürfen. Okay, Flottenkapazität wurde weiter ausgebaut. Jetzt mal ohne Witz, weiß es einer, ob das ein Event ist oder, was da die Voraussetzungen sind, dass man da... Wie heißt es? Geoengineering? Oder Klima... Wie heißt Klimawiederherstellung? Wie bekommt man das? Restore Climate? Climate Restoring? Gibt doch bestimmt wieder irgendeinen Trigger oder irgendeinen Modifier, den ich schon wieder irgendwo übersehe, dass wir den nicht bekommen. Wie heißt denn das Scheißding? Klimawiederherstellung. Weißt du, dieses Problem mit dieser Klimawiederherstellung habe ich schon häufiger. Solaris Climatic Restoration. Climate Restoration. Okay, ja. Climate Restoration ist ein Tier 4 Tech. 6000. Ist quasi fast das letzte, was es gibt. Aber wir haben zum Beispiel, ja genau, das, was wir davor hatten, dieses geologische Adaptation, das war Tier 3. Und da haben doch genug freigeschaltet eigentlich davon. Also eigentlich müssten wir jetzt dann irgendwann mal die Tech bekommen. I don't understand this. So, was haben wir jetzt eigentlich? Ozeanwelt 100%, Ozeanwelt 90%. Kontinentale Welt, die müsste man zum Beispiel zu einer Ozeanwelt machen. Tropische Welt. Na, ja, die lassen wir, die Tech-Welt, die finde ich irgendwie cool. Der Rest sind eh alles Ozeanwelten schon.
Gut, dann warten wir einfach weiter und versuchen weiterhin die Forschung zu bekommen. Was? Knebel-TV? Was für Knebel-TV? Ich würde an deiner Stelle mal aufpassen, weil nicht, dass du mal irgendwie Probleme bekommst. Dragon, nicht, dass du mal hier irgendwie mal auf einmal nicht mehr vorhanden bist. Und die werden da Kanäle vorgeschlagen, ey. Knebel-TV. Klingt sehr, sehr merkwürdig. Das haben wir dann wirklich irgendwann alles durch, hoffe ich mal, ne? Landräumungen. Nein, nicht Terra. Ich klicke immer auf Terraform. Ich weiß gar nicht warum. Bodenschätze und Landräumung. Das ist alles, was wir wollen. Da haben wir auch schon Bodenschätze. Landräumung geht noch nicht. Ach, komm. Sternbasenkapazität. Was bringt mir Sternbasenkapazität eigentlich? Gar nichts. Wir sind zwischenzeit über 2000 Forschungspunkte, die wir bekommen. Das ist nicht schlecht. Was hat 15.400 Follower? Was macht denn der so? Wahrscheinlich Leute knebeln. Deswegen auch Knebel-TV. Ach, das ist es. Aber ja, forsch mal das. Ich glaube, das könnte eine der Tags noch sein, eine T3-Tag. Man braucht eine bestimmte Anzahl T3-Tags für T4-Forschungen. Vielleicht ist das noch eine von diesen T3-Forschungen. Müssen wir mal gucken. Was? Mineralfelder, Moorland, Mineralfelder. Okay, was für Moorland? Mal davon abgesehen. Möglichkeit haben, da bauen wir natürlich dann auch gleich wieder das Zeug gleich hin. Was ist eigentlich dieser Orbiter? Ich krieg den eine Art Verteidigung. Stadtwohnung, des Stadtdistrikt Wohnung plus 1. Das ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht. So, aber wir haben jetzt auch wieder genug Alloys. Das heißt, wir werden jetzt nochmal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Das Ding ist soweit durch. 44 Plattformen, okay. Da wünsche ich meinen Feinden auf alle Fälle viel Spaß beim Angreifen. Okay, ich kann die angeblich nicht bauen, weil kein Platz ist. Muss ich nicht verstehen, oder? Nee, Logistikbüro. Was ist denn das Ding, das war hier? Machen wir noch das letzte Upgrade mit rein. Bei dem hier auch. Ich habe hier noch gar nichts gebohrt. Was habe ich denn hier gemacht? Da habe ich schon alles gebaut, aber da haben wir noch nicht das letzte Upgrade der Festung gemacht. Verteidigungsplattform haben wir auch noch keine. Das auch noch mit upgraden. Verbessern. Verteidigungsplattform und genau, auch verbessern. Sehr schön. Damit haben wir das alles fertig. Das gibt's doch nicht echt. Sternbasenkapazität. Es ist wie verhext mit diesem geothermischen, thermalischen Scheißzeug. Mein Glas ist mega stark. Klar, dass es selten ist, aber trotzdem schade. Kriegserklärung. Beer Primer Tejiris den Krieg erklärt. Aha, aha. Früher konnte man das noch besser sehen. Okay. Hä? Ich dachte, die sind im Krieg miteinander. Warum wird mir das nicht angezeigt? Bin gerade ganz leicht irritiert. Warum steht da sogar da? Angriffskrieg gegen Imperium of Egeris und The Bodrinate Free Union.
Na gut, wenn ihr mir das nicht anzeigen wollt, dann halt nicht. Mir ist es wurscht. Du willst Autorisierung zu verwenden und nukleare Waffen gegen Dragons Zivilbevölkerung. Also wir sind so weit in der Zukunft. Nuklearwaffen sind völlig sinnlos. Quantenraketen. Schau mal an, was hier alles für Zeug gibt, ne? Oh, jetzt wird es aber teuer langsam, ey. Ah! Da ist es ja endlich. Oh, dass ich das nochmal erleben darf. Oh. Bin ich gläubig und so. Dann können wir endlich diese ganzen hässlichen toten Welten terraformen. Geil. Außerdem können wir den Aufstiegsvorteil mit Gaia-Welten freischalten. Supidupi. Gibt uns das denn eigentlich so? Gar nichts eigentlich. Dominierung. Naja. Ich denke, wir nehmen das Ding noch zum Ende hin. Merkantil. Soll es sein. Aber ich kann euch eins verraten, dieses Geothermie, dieses Klimawiederherstellung ist richtig geil. Das wird uns in neue Sphären schweben lassen, langfristig. Was wir übrigens mal machen, weil ich habe Bock drauf, wir schicken die IKMF Barbaran, schicken wir zum Harmonious Repose. Und gucken doch mal, was da so ist. Ich hoffe für den Herrn Barbaren, dass er das überlebt. Mit seiner Flotte. Ich meine, schon ganz praktisch mit diesen Portalen, aber es könnte schon gerne ein bisschen schneller sein für mein Gefühl. Egal, schauen wir mal. Er fliegt rein und dann schauen wir, wie stark dieses Loch da ist oder was das auch immer sein soll. Dieses riesige Tintenfieder, was da aus dem schwarzen Loch rausglupscht. So, jetzt geht's los. Was sind das für Dinger? Oh, wir haben auch direkt irgendein Schiff verloren. Oh Gott, jetzt meine Korvetten fallen, wie die fliegen. Sind das meine? Nee, ach so, nee, das sind so Viecher-Dinger, die uns angreifen. Oh Gott. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben auf alle Fälle schon 4 Korvetten verloren. Und das Scheißding hat noch nicht mal die Hülle verloren. Was? 7 Korvetten sind schon gefallen. Eieiei. Das war scheiße. Leute, wir haben ein Problem. Auch gut, dass gleichzeitig alles fertig geworden ist. Sternbasenkapazität. Paradieskuppel. Flotte. Hallo übrigens an Donald President Trump. Grüß dich noch. 8 unserer Korvetten sind gefallen. So, jetzt müssen wir erstmal. Pass auf, jetzt machen wir erstmal ein paar Sachen. Erstens müssten wir jetzt doch eigentlich Gaia-Welten terraformen können. Oder nicht? Doch, Gaia-Welten. Perfekt. Terraform Gaia-Welt. Nichts besseres als Gaia. Was kostet mich also eine Gaia-Welt zu terraformen? 5600 Energie. Haben wir. Meine Freunde, ich glaube, ihr wisst noch nicht, was uns bald bevorsteht. Wir haben bald nur noch Gaia-Welten. Abbrechen. Gaia-Welt. Gaia-Welten sind so das Beste, was es eigentlich gibt im Spiel. Jeder kann drauf leben. Bieten massive Boni auf Zufriedenheit. Ich glaube auch Produktion und sowas. Hallo Fackel. Grüß dich. Gute Nacht, Makrele. Schlaf gut. Was? Make NASA great again? Make Krabben great again. Die Schlacht werden wir leider verlieren. Mir geht es soweit ganz gut. Wie geht's dir? Also natürlich diese ganzen
toten Welten auch noch zu Gaia-Welten machen. Und das Zeug können wir dann alles schön kolonisieren. Wo sind die ganzen Planeten? Ach, da unten waren die alle. Gaia. Ah! Was? Brauchen wir Energie? Ziemlich teuer, der Bums. Besser ich morgen Mittag alles mit dabei, meine Freunde. Wenn es wieder heißt, Hearts of Iron 4. Und Montagabend, was noch viel interessanter wird, da spielen wir ein paar neue Spiele. Morgen Mittag und Montagabend. Zwei wichtige Termine, vor allem Montagabend. Morgen Mittag natürlich sowieso. Ja, Fußball. Freust du dich, dass Madrid gewonnen hat? Ich fand's ja gut. Ich gönn's Madrid dieses Jahr wirklich. Die Schlacht hier geht währenddessen weiter. Werden wir jetzt alles terraformen lassen. Mal gucken, wie viele Verluste wir noch erleiden. Was? Du Krabbe, die zwei schlagen sich die Fresse ein. Ups. Bin gespannt, wie dieses Duell zwischen Dragon und PRG weitergeht. Bin wirklich sehr gespannt. Shit, wir haben einen Kreuzer verloren und eine weitere Korvette. Wir müssen sofort Unterstützung mit reinschicken. Wir schicken unsere verbleibenden Flotten mit rein in der Hoffnung, dass sie rechtzeitig mit eintreffen. Ja, vor allem nach dem Spiel gegen Manchester City, muss ich sagen, haben sie sich echt verdient gehabt, fand ich. Also die Flotte von Barbaran, noch lebt sie ja. Wir haben erst von diesem Vieh die Hülle zerstört. Der hat sein komplettes Leben noch. Der hat noch mega viel Leben. Wie ihr sehen könnt, wir zerstören erst seine Hülle aktuell. Jetzt hoffe ich mal, dass unsere Verstärkungsflotten bald eintreffen. Die sind auf alle Fälle beide noch unterwegs. Fakte, das ist eine Dimensionsschrecken, ein dimensionaler Horror. Wir haben jetzt alles verloren, außer unsere 5 Schlachtschiffe. Das ist übrigens so ein Schlachtschiff. Das mal so anschaut. Ein richtig hübsches Gerät. Mit Jägern, mit großen Kanonen, ne? Aber, ja, hier gibt's fett zur Sache. Nighthammer ist gerade nicht mit dabei. Aber unsere Verstärkungsflotten sind unterwegs. Bräuchte mir so epische Messeffekt-Musik. Boah, ich werde für das nächste Mal, werde ich ein bisschen neue Musik-Dinger mit reinmachen. Oben sind unsere Verstärkungsflotten eingetroffen. Und die erste zumindest mal. Jetzt mit und dabei ist hier Barbaran zu unterstützen. Auch die nächste Flotte ist eingetroffen. Königskrabbe, Alpha und Barbaran gemeinsam haben es geschafft und haben dieses Dreckvieh besiegt. Das bösartige Wesen, das versuchte in die Nähe der... Was? In der Nähe von Harmonious Repose in unser Universum einzudringen, ist in sein eigenes Reich zurückgeschickt worden. Nur der Lauf der Zeit wird zeigen, ob sein Einfluss genügend geschwächt werden konnte, damit es für immer dort bleiben wird. Wir entdeckten eine Art anomalen Energierest, der durch die von der Kreatur geöffnete Dimensionsrisse zurückgeblieben sein muss. Das genaue Studium der Energie könnte möglicherweise zu wissenschaftlichen Durchbrüchen führen. So, ein bewegender Moment für unsere gesamte Spezies. Haben wir denn ein Forschungsteam? Wir schicken Makrele hin. Die IKMF-Makrele kann dann damit wieder richtig Kacke bauen. Wir werden das System erkunden. Ja, und dann, genau, werden wir jetzt auf alle Fälle das noch in Besitz nehmen. Und das andere Ding dann hier auch noch. Unsere Flotten können nach Hause und müssen natürlich auch wieder verstärkt werden, was die Flottenstärke angeht. Zum Glück nicht so teuer, weil es doch relativ billige Schiffe waren. Okay, und da würde ich an der Stelle sagen, meine Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Morgen um 11.30 Uhr, nicht 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, das müsst ihr beachten, weil das 10.30 Uhr hat sich nicht so als mit meiner Sleep-Life-Balance herausgestellt und es waren jetzt auch nicht so viele Zuschauer in den ersten Stunden, so ab 11.30 Uhr wurde es dann mehr, deswegen machen morgen 11.30 Uhr, machen dafür ein bisschen länger. Genau. Mein Tag war eigentlich ganz entspannt. Arbeit hat wie immer abgefuckt, halt, das ist der Klassiker. Ja, wir sehen uns morgen wieder. 11.30 Uhr hier auf Twitch.
Und ansonsten Montag. Und sonst könnt ihr gerne auf YouTube noch vorbeigucken. Fackel tut mir sehr leid. Bist ein bisschen zu spät gekommen. Aber ich habe gute Nachrichten, vielleicht im August. Im August könnte es vielleicht sein, dass ich einen kompletten Monat Zeit habe. Auch unter anderem zum Beispiel mal ganz normale Abendstreams zu machen, mal 6, 7, 8 Stunden. Aber aktuell leider nicht. Ne? Wie gesagt, mit Vollzeitjob ist es leider nicht möglich. So gerne ich es auch machen würde. Aber trotz allem war ein schöner Abend. Hoffe, es hat euch gefallen. Danke ans Follow noch hier. Kenster, PRG und Dragon, ihr dürft eure Diskussion gerne im nächsten Stream fortführen, der wäre morgen. Dann allerdings nicht, wenn es darum geht, wer hat welchen Planeten und welches System, dann geht es darum, wer hier meine Befehle in der Armee am besten umsetzt. Ihr könnt auch gerne noch weiterschreiben. Okay, ich bin raus, euch allen noch einen schönen Abend und bis morgen. Macht's gut. Ciao.